Einparken. Gleich um die Ecke, wirklich ganz nah, parkt Bing heute Autos und Flop ist auch da. Flop, willst du mit mir Parkhaus spielen? Na klar. Was muss ich tun? Erst fährst du so. Und dann. Und dann so. Ding. Und dann. Und dann. Charlie. So. Du parkst das Gelbe. Von hier losfahren. Ah, gut. Mal sehen. Erst geht es. Das kannst du gut, Flop. Dann kommt. Dann. Ding. Und dann. Und jetzt kommt das Rote. Nicht in den Mund, Charlie. Kille, kille, kille. Kille, kille, kille. Charlie. Ich glaube, Charlie will mitspielen. Er ist viel zu klein. Vielleicht finden wir ein Charlie-Spiel. Ja. Guck mal, Charlie. Du kannst hier mitspielen. Ja? Huhu. Jetzt rot. Und es geht los, 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 los. Hier, die Karotte da. Das ist eine Karotte. Die fährt nicht. Und hepp und plumps. Und jetzt, Bing? Oh, jetzt kommt das Blaue. Du bist dran, Flop. Los geht's. Oh. Charlie, das ist für Autos und nicht für Kartoffeln. Ah, Charlie wollte die Kartoffel einparken. Das geht aber nicht. Das ist eine Kartoffel. Kartoffel. Guck mal, Charlie, Kartoffeln kommen hier rein. Plumps. Ding. Gut so, Bing? Ja. Ding. 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 Noch eins! Mindestens. Wo ist denn mein grünes? Los. Das hier? Ach, Quatsch, Flop. Das ist doch viel zu groß fürs Parkhaus. Ach so. Wohl wahr. Hier, ich hab's gefunden. Oh, Menno. Charlie. Charlie, das ist mein Spiel. Menno, bitte mach, dass er hier weggeht, Flop. Ich kann ja da drüben ein Charlie-Spiel mit ihm spielen. Ja. Na gut, aber ich muss dann bei ihm bleiben. Gut. Dann kann ich in Ruhe Parker spielen, ohne dass Charlie alles kaputt macht. Ist gut, Bing. Und wenn du es dir anders überlegst, kannst du bei uns mitspielen. Ich spiele mein Spiel und Charlie spielt seins. Komm mit, Charlie. Wir gehen darüber. Ding! Und los! So,
fertig. Oh. Und lumps. Lumps. Wer kommt denn da? Ich bring euch die Kartoffel. Ah. Plumps. Plumps. Charlie mag das Spiel. Alles ist bestens, Bing. Hallo, ich hab mit Flop Autos parken gespielt. Dann hat Charlie mein Parkhaus umgeworfen und meine Autos lagen überall herum. Das war nicht in Ordnung. Flop hat dann nebenan mit Charlie gespielt und ich hab meine Autos allein eingeparkt. Aber allein spielen war auch doof. Da bin ich zu Charlie gefahren und hab ihm seine Kartoffel gebracht mit meinem Auto. Und die Kartoffel dann so, plumps. Mit den Autos spielen macht schon Spaß, aber zusammenspielen noch mehr. Zusammenspielen, das ist Bings Ding. Es ist wirklich so spaßig mit Charlie. Der Frosch. Gleich um die Ecke, wirklich ganz nah, findet Bing einen Frosch und Flop ist auch da. Oh. Oh, Entschuldigung, Flop. Wir helfen dir beim Blumengießen. In der Tat. Bitteschön, es gibt was zu trinken. Oh, guck mal. Die Blätter? Nein, das da. Hallo. Da drin ist es dunkel. Und feucht und glibberig. Guck mal hier, Flop, ein Frosch. Oh, hallo, Frosch. Hallo, Froschi. Also, wenn ich so ein kleiner Frosch wäre, hätte ich jetzt Angst vor euch. Und ihr wollt ihn doch nicht verscheuchen, oder? Nein. Hab keine Angst, Froschi. Bleib bei uns, bitte. Na los, Froschi. Hüpf. Oh. Er ist echt schleimig. Und seine Augen sind glubschig. Wir behalten ihn. Hier? Wir bauen ihm ein Haus. Hm. Ja, ein Froschi-Haus. Oh, das hier wird Froschis Haus. Vorsichtig, Bing. Hier, Froschi. Wieso hüpft er nicht rein, Flop? Er muss erst überlegen. Vielleicht gefällt ihm dieser Eimer nicht als Haus, Bing. Doch, er gefällt ihm. So, langsam. Guck mal, er ist in seinem Haus. Jetzt ist er mein Frosch. Hey, meiner aber auch. Kann ich ihn behalten, Flop? Das entscheidet Froschi. Wenn es ihm da nicht gefällt, hüpft er weg. Aber der Eimer ist ganz leer. Er braucht es gemütlich. Ja, er soll es schön haben. Was könnte Froschi brauchen? Essen. Ja, er braucht was zu essen. Du wartest da, Froschi. Käse? Kein Frosch isst Käse, Bing. Oh, vielleicht mag er ja Trauben. Guck mal, Froschi, Trauben. Hey, das sind meine Trauben. Och bitte, darf Froschi deine Trauben haben, Sula? Meinetwegen. Aber er kriegt nur zwei. Ich habe leckeren Salat für ihn. Hier. Worauf wartet er noch? Er hat wohl Durst. Milch. Trauben, Salat und Milch. Ob ihm das wohl schmeckt? Keine Ahnung. Vielleicht will er erst etwas schlafen. Er braucht ein Bett. Bing, er kann doch nicht in einem Becher schlafen. Wieso denn nicht? Na los.
hüpf ins Bettchen. Vielleicht ist ihm kalt. Keine Sorge, Froschi. Wir machen es dir schon kuschelig warm. Die ist warm. Ja, die Decke. Hier, Froschi, du kriegst eine warme Decke. Bing. Wo ist Froschi? Froschi, er ist weg. Froschi, wo bist du? Froschi. Froschi, komm zurück. Och, nö. Was ist denn? Unser Froschi ist weg. Es hat ihm da drin nicht gefallen. Aber er hat doch so viel Schönes gekriegt. Und ja. Was genau? Weintrauben, ein Salatblatt und zum Trinken Milch. Weintrauben, Salat und Milch? Ja. Für einen Frosch? Und ein Bett und eine Decke. Ein Bett und eine Decke? Für einen Frosch? Ja, wir haben doch so ein schönes Haus für Froschi gebaut. Es ist ein schönes Zuhause. Aber ist es für einen Frosch schön? Bestimmt schöner als in einem Rohr. Er hat doch in dem glibberigen Rohr gesessen. Aha, lasst mal sehen. Guckt mal da. Froschi, was machst du denn da drin? Du hast doch jetzt ein schönes Haus. Und zwei Trauben. Hier ist es dunkel. Und feucht. Und glibberig. Vielleicht gefällt ihm das. Dunkel, feucht und glibberig. Naja, er ist ein Frosch. Und er wohnt hier. Ah, das ist sein Haus. Du sagst es. Wohnt er da immer? Gut möglich, solange es darin dunkel und feucht und schön glibberig ist. Alles klar, Froschi. Oh, das wäre nichts für mich. Natürlich nicht, Sula. Du bist auch kein Frosch. Sei doch mal ein Frosch, Sula. Hüpf, hüpf, Sula. Hüpf, hüpf, selber ein Frosch. Hüpf, hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf. Hallo. Sula und ich haben einen Frosch gefunden und der hat von uns ein Haus gekriegt und was zum Essen. Aber Froschi wollte das gar nicht. Da war ich traurig. Aber Froschi hat schon ein Haus gehabt. Das war ganz dunkel, feucht und glibberig. Plötzlich war er weg. Er ist weggehüpft. Zurück zu seinem alten Froschhaus. In meinem Haus habe ich ein Bett und eine warme Decke. Aber ich bin ja schließlich auch kein Frosch. Ein Frosch mag andere Sachen als ich. Einen Frosch finden. Das ist Bings Ding. Doing, 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 doing. Mixen. Gleich um die Ecke, wirklich ganz nah. Mix Bing heute was zum Trinken. Und Flop ist auch da. Flop, krieg ich jetzt meine Karotte? Bin gleich fertig, Bing. Hopp. Krieg ich jetzt meine Karotte? Hopp. Bitte sehr. Danke, Flop. Hopp. Das ist ja eine besonders knackige Karotte. Ganz besonders knackig. Ja. Möchtest du auch Milch? Milch, ja bitte. Ach, da oben. Oh, da ist sie. Milch hätten wir. Sonst noch was? Die Banane. 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 Oh, das ist eine ziemlich reife Banane. Oh, Igitt, die ist ja matschig. Sehr sogar. Die will ich nicht essen. Hey, möchtest du sie vielleicht trinken, Bing? So ein Flop-Quatsch. Man kann doch keine Bananen trinken. So?
Bist du dir da auch wirklich sicher? Mickey! Mickey, der Mixer. Keiner mixt feiner und kleiner. Keiner mixt feiner und kleiner. Wollen wir was mixen? Ja, machen wir einen Smoothie. Kann ich auf volle Kraft stellen? Später. Zuerst quetschen wir die Banane in den Behälter des Mixers. Dann gießen wir die Milch dazu. Erstmal mixen wir ganz langsam. Und dann... Volle Kraft! Du sagst es. Die Banane macht A-A. Ich glaub, das war's. Jetzt die Milch? Ja. Oh nein, die gießt nicht richtig. Stopp. Nicht gleich so viel. Ich hab's geschafft. Hopp, die Banane? Ist drin. Die Milch? Ist drin. Soll ich auf volle Kraft drücken? Erst mal langsam die Stücke zerkleinern. Weißt du, was passiert, wenn die Stücke zu groß sind? Dann macht Mickey... Also dann? Bereit, Bing? Ja. Fertig, Flop? Ja. Und los. Kann ich jetzt auf schnell drücken, Flop? Ich sehe noch Stücke. Erstmal langsam weiter. Sonst macht der Mixer. Ich bin auch schon ganz wackelig. Bereit, Bing? Ja. Fertig, Flop? Ja. Und los. Sind die Stücke weg? Ja, aber wir brauchen mehr Milch. Mehr Milch und dann volle Kraft. Hä? Wo ist meine Karotte? Karotte? Bist du soweit? Volle Kraft? Oh ja! Volle Kraft! Bereit, Bing? Ja. Fertig, Flop? Ja. Und los! La 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 la. Wo ist meine Karotte? Wo ist die Karotte hin? Tschatscha! Banane! Meine Karotte! Mickey hat meine Karotte! Was? Mickey hat deine Karotte? Ich will meine Karotte! Oh. Ja, er hat sie wirklich. Hol sie raus! Ich will sie wieder haben! Ich kann sie nicht wieder herausholen. Warum? Weil die Banane, die Milch und deine Karotte miteinander vermixt worden sind. Sieh mal. Mix sie auseinander. Das geht nicht, Bing. Halt mal. Da, Mickey hat dir einen leckeren Karottensmoothie gemixt. Probier mal. Yum? Oh, yum. Na, dann ist es ja bestens, Bing. Hallo, Flop hat mir eine Karotte geschält und ich la 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 Banane. Aber die Banane war ganz matschig. Deshalb haben wir die Matschbanane mit Milch in Mickey gefüllt. Und Mickey hat alles vermixt. Aber Mickey hat sich meine Karotte geschnappt. Und das war gemein. Meine Karotte konnte nicht mehr raus. Dann hatten wir einen Karottensmoothie. Und der war ober lecker. Man kann was vermixen. Aber wieder auseinandermixen geht nicht. Einen Smoothie mixen. Das ist Bings Ding. Ja, mit Karotten. Mach's gut. Gleich um die Ecke, wirklich ganz nah, findet Bing was zum Spielen. Und Flop ist auch da. Oh. Ah, da klebt was an der Schachtel, Flop. Oh ja.
Das ist ein Ballon. Das kann nicht sein, Flop. Das hier ist doch kein Ballon. Ballons sind ganz groß. Schon, aber Ballons sind zuerst mal klein. Sie brauchen ganz viel Puste, um groß zu werden. Guck mal, Flop, der geht nicht. Zeig mal. Oh. Stopp, stopp, stopp. Ich muss ihn noch zuknoten. Ah, auf und davon. Wo ist der denn hin, Flop? Ja, Ballongi! Kannst du ihn bitte wieder ganz groß machen? Natürlich. Und wenn du wartest, bis ich ihn zugeknotet habe, dann bleibt er auch groß. Oh, er sagt guten Tag. Mal ihm doch ein Gesicht. Punkt, Punkt. Oh, was für ein schönes Lächeln. Hallo. Hallo, Ballon. Hörst du? Er erzählt mir was. Vorsichtig, Bing. Sonst macht es Peng. Aber Ballongi mag das. Puff, puff. Doink, doink. Doink, doink. Dusch, dusch. Vorsicht, Bing. Du weißt ja, sonst macht es Peng. Wupp. Kann ich auch mal? Nur sei schön. Hopp. Vorsichtig. Hopp. Mit dem Ballon. Hopp. Hopp. Haha. Hopp. Hopp. Doink. Doink. Hab ihn. Guck mal, Flop. Vorsichtig, Bing. Sonst macht es Peng. Wo ist mein Ballon? Vielleicht wollte er nicht mehr getreten werden, Bing. Hey, komm zurück, Ballon. Ich trete dich auch nicht mehr. Hallo, Ballongi. Guck mal, Flop. Wir spielen Hoppe Reiter. In der Tat. Doch, ich glaube nicht, dass Ballongi das Spiel mag. Doch, er mag es. Bing! Au! Ist alles in Ordnung, Bing? Oh, das war zu laut. Wo ist Ballongi? Als ihr Hoppe Reiter gespielt habt, ist dein Ballon geplatzt. Hier. Das ist nicht Ballongi. Machst du bitte, dass er wieder groß wird? Das geht leider nicht, Bing. Er hat doch Peng gemacht. Ich will ihn wieder haben. Ach, das geht aber nicht, Bing. Er ist doch geplatzt. Und wenn ein Ballon erstmal Peng gemacht hat, dann kannst du ihn nicht mehr aufblasen. Egal, wie sehr du es versuchst. Kann ich ihn behalten? Natürlich. Was meinst du, wo sollen wir ihn aufheben, damit du ihn nicht vergisst? In meinem Mach's-gut-Karton. Oh ja, das ist prima. Ich hole den Mach's-gut-Karton. Keine Angst, Ballongi. Du wohnst ab jetzt im Mach's-gut-Karton. Bitte sehr. Oh, guck mal, all meine Mach's-gut-Sachen. Das ist mein schwarzes Auto. Es hat keine Räder mehr. Mach's gut, Auto. Ah, und das hier ist der Aufzieh-Lauf-Salat. Den kann man aber nicht mehr aufziehen. Mach's gut, Salat. Und das hier ist mein Pinguinstift. Der hatte alle Farben. Aber jetzt sind die Farben alle. Mach's gut, Pinguinstift. Ah, Ballongi fühlt sich dort sicher gut. Und ich kann ihn wiedersehen, wann ich will. In der Tat. Mach's gut, Ballongi. Mach's gut, Ballongi. Mal ein Bild von ihm.
so wie er vor dem Platzen ausgesehen hat. Oh ja, ich male ihn hierhin. Mhm. Mal auch sein Gesicht. Was für ein schönes Lächeln. Guck mal, Flop, das schwarze Auto. Und hier ist der Laufsalat. Da ist der Pinguinstift und da ist Ballongi. Und was macht er? Na, er fliegt ganz hoch und höher, ganz hoch. Können wir den Mach's-gut-Karton jetzt wegräumen? Ja. Dann ist ja alles bestens, Bing. Ich habe einen Ballon gefunden und Flop hat ihn groß aufgeblasen. Mit Ballongi konnte man toll spielen. Und ich dann. Boing, boing. Aber das mochte er nicht. Und dann macht er... Wenn ein Ballon zerplatzt, dann wird er nie mehr groß werden. Du kannst ihn dann einfach nicht mehr aufblasen. Also wohnt Ballonge jetzt im Mach's-gut-Karton. Wenn du was Schönes kaputt machst, kannst du es in den Mach's-gut-Karton legen und darin aufheben. So wirst du es niemals vergessen. Der Mach's-gut-Karton, das ist Bings Ding. Mach's gut! Das Feuerwerk. Gleich um die Ecke, wirklich ganz nah, wartet Bing aufs Feuerwerk. Und Flop ist auch da. Flop, Flop, ich sehe was. Ich sehe eine Rakete. Oh, wo denn? Wo ist sie denn, Bing? Da. Es ist aber nur eine kleine. Nun ja, das ist wohl eher ein Flugzeug. Genau, es ist ein Flugzeug. Noch kein Feuerwerk zu sehen. Guck mal, ich bin eine super laute, knallige Rakete. Wusch! Buh! Oh, das war laut. Du musst keine Angst haben, Flop. Ist gut. Können wir es uns draußen ansehen? Draußen könnte es aber zu laut sein. Ah. Das sind Sula und Amma. Hallo Sula. Hallo Bing, ich bin's. Hallo Sula. Was? Hallo Bing. Sula kann dich nicht hören. Guck mal, mit meinen Ohrenschützern ist alles ganz leise. Ja, alles mit Ausnahme von Sula. Wieso willst du denn, dass alles ganz leise ist, Sula? Was? Wieso du willst, dass alles ganz leise ist? Was? Sag Bing, warum du die Ohrenschützer trägst. Weil ich kein lautes Feuerwerk mag, Bing. Mit meinen Ohrenschützern bleibt es schön leise. Hör mal. Ganz leise. Laut. Ganz leise. Laut. Leise. Laut. Oh, die sind klasse. Ja, das sind aber meine. Das Feuerwerk. Oh. 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 Da, Bing, die Rakete knallt bestimmt ordentlich laut. Wo? Wo denn? Da drüben, guck mal. Über den Bäumen. Ich sehe sie nicht. Ich sehe gar nichts. Wir müssen nach draußen gehen, Flop. Mach die Tür nicht auf, Bing. Sonst kommt doch der Lärm rein. Aber ich will das Feuerwerk sehen. Nicht, Bing. Der Lärm macht einen an. Nein, mir nicht. Du hast nicht mal Ohrenschützer. Nicht. Doch. Nein, nein, nein. Das reicht jetzt, ihr beiden Schreihälse. Sonst brauche ich Ohrenschützer. Los, gehen wir raus. Ich bleib hier drin, wo es leise ist. Gut, das kann ich verstehen, Sula. Ich bleib hier bei dir. Na dann los, gehen wir. Juhu! Wusch! Na, das war ziemlich laut. Alles in Ordnung? Oh, ja. Oh! Hey, die da ist toll! Oh ja! Juhu!
es schon zu Ende, Flop? Warten wir es ab, Bing. Vielleicht kommt ja noch was. Oh. Guck mal! Ah! Oh. Bing! Bing! Was ist denn passiert? Es gab einen Riesenknall. Bing braucht etwas Ruhe. Oh! Zu laut. Ach, armer Bing. Bitte mach, dass es aufhört, Flop. Das kann ich leider nicht, Bing. Aber vielleicht können wir es etwas leiser kriegen. Keine Angst, Bing. Hier drin ist es doch ganz still. Bing hat aber keine Ohrenschützer. Hm. Oh! Oh nein, das gibt einen Riesenknall. Versuchen wir es damit. Ohren her. Es ist plötzlich ganz leise geworden. Bing, hörst du was? Was? Er hört nichts. Diese Ohrenschützer funktionieren. In der Tat. Oh! Bing! Guck doch mal! Bing! Was? Keine Angst, Bing. Na komm, Bing. Toll! Da kommt eine Superrakete. Aber sie ist gar nicht so laut, Zula. Dann ist ja alles bestens, Bing. Oh. Hallo, ich wollte heute die superlauten Knallraketen sehen. Die machen Boom! Zula hatte Ohrenschützer. Sie hatte Angst vor dem Krach. Ich aber nicht. Deshalb bin ich rausgegangen. Aber dann kam eine superlaute Rakete und machte Boom! Das war viel zu laut und da habe ich Angst gekriegt. Aber Flop hat mir ganz besondere Ohrenschützer gemacht. Ein Feuerwerk knallt nun mal laut, aber man kann sich davor schützen. Ein Feuerwerk, das ist eben Bings Ding. Aber nur, wenn es nicht zu laut ist.